Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ein kleiner Antrag, ein großes Problem. Seit Monaten diskutieren wir schon anhand verschiedener Berufsgruppen, was die aktuelle Wirtschaftskrise, die Inflation, aber auch die Preissteigerung im Allgemeinen mit sich bringt. Und das lässt eben auch die Branche der Krankentransporte, der Krankenfahrten nicht aus. Sie trifft es sogar ganz im Gegenteil ganz besonders, denn eben da sind Personalkosten hoch. Eben da geht es ja darum, im Personenverkehr Leute von A nach B zu bringen. Also dort leidet man besonders unter anderem zum Beispiel auch unter hohen Spritpreisen, was dann dazu führt, dass viele Betriebe jetzt ein Warnsignal Richtung Politik senden und sagen, dass wenn es so weitergeht, wenn sie keine Hilfe erfahren, wenn man sich dort nicht einschaltet und versucht, in den Verhandlungen mit den Krankenkassen andere Rahmenverträge, andere Rahmenbedingungen zu schaffen, dann wird man eben dort viele Pleiten, viele Insolvenzen in den nächsten Monaten sehen. Und das führt dann dazu, dass eben Krankentransporte von anderen stattfinden müssen. Und wer soll das sein? Taxiunternehmen können das nicht leisten. Taxiunternehmen haben weder die Fahrzeuge noch die Fahrer, die das mitmachen können. Auf der anderen Seite bliebe es dann eben bei vielen Feuerwehren, bei dem Roten Kreuz hängen, eben bei KTWs, bei Krankentransportwagen. Die wiederum sind in der Zahl aber viel zu gering. Die sind dafür da, im Notfall zu Ihnen zu kommen. Wenn Sie denen jetzt noch diese Aufgabe übertragen, wenn Sie denen das noch aufbürden, wenn Sie denen sagen, die sollen jetzt ganz normale Fahrten einer älteren Person beispielsweise zur Dialyse noch stemmen und da unter Umständen dann noch warten über einige Stunden, Minuten teilweise, bis die Behandlung dann abgeschlossen ist, tatsächlich Rettungskräfte, Rettungsassistenten dann dazu zu verdammen, ihre kostbare Zeit, diese Arbeitskräfte, die uns an anderen Stellen doch fehlen, wo wir immer sagen, genau an diesen Professionals, an diesen gut ausgebildeten Kräften fehlt es uns, die dann dafür einzuspannen, ist geradezu wirklichkeitsfremd. Heißt aber auf der anderen Seite, sie müssen politisch tätig werden. Sie müssen sich auch für diese Berufsgruppe einsetzen. Sie müssen schauen, dass sie dort eben in den Verhandlungen Rechnung tragen, damit sie denen auch in dieser schweren Krise helfen. Wir sagen zwar an anderer Stelle, und das ist natürlich vollkommen richtig, man kann jetzt jede Berufsgruppe durchgehen. Das grundlegende Problem der Inflation, das grundlegende Problem der Energiepreise, das grundlegende Problem auch der Kostensteigerung in diesem Land muss an anderer Stelle geregelt werden. Dazu fordern wir Sie auf. Dazu haben wir auch in unserem Antrag natürlich einige Dinge auf den Weg gebracht, die, wenn Sie dem zustimmen würden, da generell eine Abhilfe schaffen werden, solange Sie sich aber weigern. Beispielsweise andere Kraftwerkstypen wieder laufen zu lassen oder aber beispielsweise auch rückabzuwickeln, dass sie hier raus aus der Kohle wollen. So lange muss man an anderer Stelle dann eben aber auch helfen. Und das bedeutet auch einigen Berufsgruppen, die sonst gerne übersehen werden, weil sie vielleicht nicht die nötige Lobby haben, weil sie nicht lautstark hier vor dem Landtag demonstrieren, weil sie vielleicht auch einfach in der Zahl viel zu wenige sind, um bei Ihnen als demokratischen Musterdemokraten Gehör zu bekommen. Auch denen müssen Sie aber Gehör schenken, damit es weitergehen kann, damit auch morgen noch die ältere Dame zur Dialyse kann, damit auch morgen die Person aus dem Krankenhaus beispielsweise zurück ins Altersheim gebracht werden kann, ohne dass das System darüber stolpert, ohne dass immense Zusatzkosten bei KTW-Fahrten beispielsweise entstehen. Sie hätten es jetzt in der Hand. Ich bitte Sie daher für die Zustimmung. Vielen Dank.